All die Verderbnis, die Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ich will die ganzen Dialoge hier am liebsten mithören. Wir werden herausfinden, wer unser Volk abgeschlachtet hat. Wir müssen auf ihre Weisheit vertrauen. Das ist wahrscheinlich wahr. Ich hol mir noch Frostbeulen. Wahrscheinlich. Gut, willkommen zurück bei Horizon. Wir wollten zuallererst mit Maria reden, der Kriegerin, bevor wir uns auf den Weg machen und dann hier Stück für Stück mal die ganzen, ja, Anfragen, genau, ich sag mal Anfragen der Bewohner von Mutter Krone anhören, ne? Gut, Maria. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich, aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Okay. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen. Und zur Göttin beten. Habe ich das richtig gehört? Gerade, dass es auch ins Fleisch geht? Sprich, dass die Verderbnis... Das ist ziemlich eklig, oder? Sprich, dass also auch die Menschen betroffen werden von der Verderbnis? Von diesem schwarzen Quill, der dann da an den Maschinen rumhängt? Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja. Nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Aloy sollte mal nicht so tun, als wäre ich so der Profi, oder? Ich habe gerade, ich esse nebenbei ein bisschen was. Habe gerade das Gefühl, als würde ich meine, Aloy hat auch die Erprobung bestanden, schon klar. Aber Maria ist doch wesentlich erfahrener als wir. Na gut, aber man muss auch andersrum sagen, durch die ganze Zeit als ausgestoßen hat Aloy sicherlich ein sehr, sehr, sehr dickes Fell entwickelt, was generell, ja, sie selbst betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, sein Leben lang aufzuwachsen und von allen verachtet zu werden und es dann auch noch zu schaffen, aus eigener Kraft aus dieser Verbannung rauszukommen.
Das ist sicherlich für den eigenen Charakter sehr, sehr, sehr stärkend und prägend natürlich. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Ich hoffe. Verbotene Zone entdeckt. Aloy, schön, dich unversehrt zu sehen. Kann ich dir irgendwie helfen? Weiß ich noch nicht. Vielleicht. Nee, zurzeit nicht. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Okay, eine der Zonen haben wir sogar schon gesäubert. Scheinbar. Oder auch nicht. Verdorbene Zone, Stufe 15. Wir sind 13. Ja. Wobei auf unserem Schwierigkeitsgrad gilt das nicht so wirklich. 20. Ah doch, wir haben schon eine von zwei, weil die unten auch galt, oder wie soll ich das verstehen? Ah ja, wir müssen einfach nur zwei von allen säubern. Da können wir quasi uns eine aussuchen. 15, 15, 20. Wir machen natürlich alle, aber könnten uns das hier theoretisch aussuchen. Okay, und dann würden wir... Dann ist hier das Fort, denke ich mal. Dieser Posten der Kaya. Und von da aus... Karja. Und von da aus würden wir dann hier nach Meridian kommen, vermute ich mal. Gut, schön, schön, danke, coole Infos. Die Schnellreise, das Schnellreisesystem ermöglicht dir schnell zu Siedlungen zurückzukehren. Ich sage gute Reise, wenn es nicht mehr viel Gutes gibt. Das ist wahrscheinlich wahr. Okay, wer bist du? Hallo? Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Oh, schwierig. Die Bestrafung, in Anführungszeichen, in direkten Zusammenhang zu bringen. Ja. Ja, wie soll ich das sagen? Klar, ne, Ursache-Wirkung, hätte sie nicht geforscht, wäre das nicht passiert, aber wenn alle so denken würden, wird niemand forschen. Das ist also diese Aussage, ich bin nicht dafür gemacht, weil es beim ersten Mal schief gegangen ist, vielleicht wird es ja beim nächsten 50 Mal nicht schief gehen. Ne? Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Okay. Brutstätte Sigmar. Überprüfe Drahls Geschichte. Okay, danke, sehr nett. Wir haben hier wirklich sehr viele Verwundete. Oh Mann. Bitte nicht jetzt. Hallo Dan. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft. Sie ist.
Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Seine Schulterplatte sieht übrigens sehr cool aus mit diesen Rohrstücken. Ja, was ist schlimmer als der Tod? Ich denke mal, nicht nur ausgestoßen sein, sondern vielleicht auch gefoltert zu werden, oder? Ich meine, wir wissen ja immer noch nicht, ob die Mörder der Erprobung vielleicht auch Gefangene nehmen oder sowas. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Zuflucht. Ah, Stufe 10. Jagen für die Loge. Statistiken. Boah, wir bekommen echt viele Aufgaben jetzt rein, ne? Zuflucht. Findet die vermessten Krieger in Teufelsdurst. Das ist sogar ein bisschen Backtracking. Cool. Boah, ist richtig mitgenommen. Warum solltest du glauben, dass ich etwas Interessantes zu erzählen hätte? Weiß ich nicht. Ist nur... Starker Schneefall. Weil ich nett bin. Schnell speichern. Okay. Oh, man kommt sogar zum Turm hoch, wie cool. Das sage ich in jedem Spiel mehrmals, glaube ich. Ich liebe es in Spielen, wenn man Berüstung auch erklimmen kann. Na? Wenn man eben Mauern nicht nur sieht, sondern auch drauf gehen kann. Ein schlechtes Beispiel ist da eben Oblivion oder meinetwegen auch Skyrim, weil das ja Lade getrennt ist, sprich die Städte, Stadtinnenräume sind ja getrennt von den Außenbereichen. Das ist so ein alter Mittelalterturm oder was? Sieht aus wie Stein und nicht wie Metall. Ja, ein schlechtes Beispiel ist, wie gesagt, Oblivion. Nicht, dass es schlecht ist, ne? Es hat auch seine Vorteile. Klar, man kommt in Oblivion halt nicht auf die Stadtmauern drauf oben. In Skyrim teilweise schon, ne? Wobei die Außenbereiche dann auch eher schlecht geladen sind. Und Spiele wie hier Horizon, wo alles aus einem Guss ist, da kann man natürlich auf die Mauern drauf gehen, weil die Spielaußenwelt ja eh geladen ist, ne? Das ist ja der Hintergrund. Und ich finde es unglaublich geil, wenn man eben auf so Türme klettern kann, wie auch in Assassin's Creed. Und dann eben auch diese Mauer begehen kann. Oder Gothic meinetwegen. Gothic 2 im Minental, dass man da auch wirklich oben auf die Mauer draufkommt. Unglaublich stimmig. Hallo, Time. Kriegerin. Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber. Hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese heute.
Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Okay, Jagdglück. Also er möchte, dass wir seinen Ring zurückholen. Okay, klar, warum nicht? Wir machen irgendwie alles da. Finde Times Ring. Schöne Aufgabe. Okay, und dann haben wir hier jetzt, reden mit Solai, ne? Die verschwundene Tochter, Tochter sag ich schon, Schwester, wegen der Rache. Und gleichzeitig noch eine Aufgabe. Du bist Solai? Tatsache. Okay, reden wir erst mit Solai. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Okay, nach Tagturm müssen wir sowieso, das wäre eben dann der Grenzposten, von dem aus wir dann nach Meridian reisen. Aber interessant, ihr habt es ja gehört, früher wurden da also die Kajas, die Nora-Sklaven, weiter in Richtung Meridian geschickt. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Oh je. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Das heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr. Aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Okay, die Rache einer Tochter. Das heißt, es geht dann weiter in Richtung Tagturm. Und das ist dann, wie ich schon vermutet habe, selbstverständlich hier. Aber vorher haben wir natürlich eine Menge andere Aufgaben, die wir erledigen müssen. Okay, danke für die Infos. Und dann haben wir hier noch Loot. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Warum ist denn der so herablassend schon wieder? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal. Aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Jetzt beginne ich, glaube ich, zu verstehen. Also das Heilige Land dürfen die Krieger betreten, aber die dürfen halt nicht das Heilige Land verlassen, richtig? Ist ein bisschen weird, weil... Man ist doch ausgestoßen, wenn man das Becken verlässt. Wobei die Krieger, es macht ja eigentlich schon Sinn, wenn die Leute, die die das Nora-Gebiet verteidigen müssen, und das hier ist ja auch noch Nora-Gebiet, ne? Das Becken ist sozusagen das, wo man eben nicht raus darf, und die Krieger, ja, das ist schon bekloppt alles. Es ist schon alles bekloppt. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit 3 verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder?
Natürlich. Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Beginne die Jagdprüfungen. Okay, das ist dann wahrscheinlich hier oben, ne? Ich denke mal, das wird... Ups, das wird hier sein. Genau, bei der Jagdhütte. Ja, und das ist dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwerer als die andere Jagdhütte und damit für uns erstmal... wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ist das hier eine... okay. Das können wir gerne machen. Okay, das war's soweit. Wir gucken uns noch ein bisschen um, aber dann würde ich hier das Lagerfeuer mitnehmen. Dann nehmen wir die verderbte Zone mit. Dann gehen wir hier runter, hier rum, holen den Ring. Dann gehen wir hier hin. Was ist das? Jagdglück. Sammel 4 Eberhäute. Ja, das können wir dann auch gerne machen. Und dann würde ich noch einmal zurücklatschen und dann hier die vermissten Leute suchen. Und dann hätten wir erstmal so ein paar Aufgaben gelöst. So, das wäre vielleicht so für diese Aufnahme so mein Ziel. Ich habe vergessen zu gucken, wie man die Waffe wegsteckt. Ja, es tut mir leid. Okay, und hier kommen wir hoch zum Wachturm. Das ist cool. Das ist cool. Cool, 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 cool. Kletter, kletter. Oh. Oh, schön. Und Sprung und Sprung und Kletter, kletter, kletter. Oh. Geil. So, jetzt kann man doch, jetzt kann ich doch bestimmt hier in den Fotomodus schalten. Guck mal hier. Ah, geil. Mit der falschen Belichtung gerade. Fotomodus? Ne, nicht Einstellung, Fotomodus. So, jetzt guck mal hier. Oh. Schwank runter, schwank hoch an. So guckt hier der Kamera hinterher. Gruselig. Wahrscheinlich nicht der schönste Screenshot. Aber hey, lass uns mal einen Screenshot machen. Da ist doch mal etwas. Okay, und da ist dann die Ruine, zu der wir später auch nochmal wollen. Ich mach mal die Kamera an. Zack. Ach ja. Gut, ich hoffe übrigens, ihr seid dabei, euch gefällt das Ganze und ich hoffe auch, dass wir jetzt etwas regelmäßiger mit den Videos hinterherkommen. Will ich mich hier runterseilen? Eigentlich eher nicht. Ich würde lieber den anderen Weg zurückgehen, dass wir einmal den Weg aus der Stadt raus auch sehen. Ich kann... Fallschaden schwer abschätzen, wollte ich gerade sagen. Okay, die Heilung ist jetzt sehr schnell aus dem Beutel, das ist cool. Wir sind Nora. Nichts könnte uns dazu bringen, das heilige Land zu verlassen. Sieht sehr, sehr schön aus. Oh, guck mal hier. Wie kam der denn hier rein, Leute? Ihr müsst doch aufpassen. Oder ist der hier zum Plündern drin? Hier haben wir noch einen Händler. Hi. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Kann ich mir vorstellen. Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen, aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian, sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Sehr bitterer Beigeschmack. Dürfen wir nicht vergessen, sobald wir Meridian sehen, das Ganze ist von Nora-Sklaven gebaut worden. Das rückt natürlich die ganze Pracht und die Dimension der Stadt in ein ganz schlechtes Licht, wenn man weiß, dass das Ganze auf den Schultern von Sklaven gemacht wurde. Gefällt dir was davon? Natürlich. Natürlich. Du hast wahrscheinlich auch nichts Neues. Rassler. Ah, wir bräuchten halt wirklich dann schon einen neueren Bogen, ne? Sozusagen einen besseren Jägerbogen. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wär schön. Wär schön. Auch ein schöner Satz. Okay.
Da ist auch noch eine kleine Vorratskiste. Ja, wir sind fleißig dabei, Metallscherben zu sammeln, nachdem wir die alle... Weiß der Schnee ganz schön. Da kommen wir nicht hoch, das ist ja schade. Okay. Okay, okay, okay. Gut, gehen wir mal raus. Sehr schöne Siedlung. Mir gefällt es vor allen Dingen sehr gut, dass die so an diesem Berghang gebaut ist. Ich mag das sehr gerne, wenn Siedlungen erstens sicher sind. Das ist so ein alter Komplex von mir, dass ich irgendwie immer, wie ich sagen, sehr viel Wert darauf lege, dass Siedlungen vor der Außenwelt gesichert sind. Keine Ahnung. Ich fand das immer geil in Spielen. Das ist eben auch wahrscheinlich so ein kleines Gothic-Phänomen von mir. Ich fand das immer so geil. Gothic 2 im Minental ist ja die Festung. Rundum ist dann ein Ork-Belagerungsring, aber in der Festung ist man halt sicher. Und ich finde das unglaublich cool, wenn man in einer Stadt sicher ist. Man geht dann raus, draußen ist gefährlich, aber in der Stadt ist alles sicher, weil die starken Wachen einen beschützen. Hier mehr oder weniger, irgendwie habe ich das Gefühl. Finde ich total geil. Hier ist doch wahrscheinlich auch total geil. Einfach so. Geht den Hochschwank hoch und rund. Also hoch. Ich weiß, man kann auch so ganz viel mit den Gesichtsausdrücken von Aloy rumspielen. Das müssen wir später auch mal machen. Schnell speichern. Okay. Aber schon geil befestigt. Sogar mit der Brücke. Das ist aber keine Zugbrücke, ne? Ich glaube, die Seile sind eher so Befestigungsseile. Dann haben wir hier auch einen sehr, ja, einseitigen Weg, der es auch gut zu beschützen ist. Und dann hier auch nochmal eine Wachturmanlage. Alles sehr, sehr cool. Gefällt mir. Sehr sicher. Tagturm, da müssten wir hin, wenn wir die Hauptstory spielen. Und einmal Jägersiedlung. Und dann haben wir hier die verdorbene Zone. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gut bekommen wir das hin? Wie immer, Priorität liegt auf dem Schleichen. Ich denke mal, sonst wird es zu schwierig. Da sind wir schon wieder gelb markiert. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, mal ein bisschen ranrutschen. Jetzt ist die Frage, ich setze mich die ganze Zeit relativ weit hinten. Diese Maschinen. Deinen Mac neu starten. Neustart. Ich installiere nebenbei ein neues Betriebssystem auf dem MacBook. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Wundert euch sie nicht. Auszulöschen. Um eine verdorbene Zone zu räumen, musst du alle verdorbenen Maschinen im Gebiet ausschalten. Wird eine Zone permanent geräumt, verschwindet sie von der Karte. Eieieiei. Okay, das ist jetzt das Tutorial für die Zonen. Ist relativ lustig, weil wir haben schon eine gemacht. Scheiße, das war jetzt schon wieder dumm. Jetzt haben wir nämlich zwei Stück, die kommen. Okay, er geht wieder weg. Aber die kommen beide hier in die Richtung. Das ist schlecht. Warum mache ich so viel Schaden? Scheiße. Herstellen, herstellen, herstellen. Ich stelle ganz viel her. Okay. Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja-Fort jetzt über die Berge ziehen lässt. Okay, es reicht also tatsächlich, zwei beliebige Zonen auszuschalten. Das ist überraschend. Wir machen natürlich alle. Ne? Wir wollen alle Nebenaufgaben erledigen. Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Vielleicht treibt das die Maschinen in den Wahnsinn. Vielleicht kann ich das eines Tages nutzen. Okay. So, damit ist die Zone verschwunden. Das würde ich herauszögern und ich würde jetzt wirklich hier lang gehen über das Lagerfeuer. Cool. Aber das hat doch gut funktioniert.
Also wir müssen wirklich schleichend arbeiten. Wir müssen auch gucken, dass wir möglichst viel auf... Ja, Schleichangriffe haben wir schon durchgeskillt. Ich denke mal, das ist wirklich die richtige Entscheidung. So. Eine Wächterlinse. Auch geil. Und dann gehen wir mal weiter. Cool. Habe ich mir jetzt schwerer vorgestellt. Also wir müssen wirklich sneaky arbeiten. Ich weiß, das waren relativ schwache Gegner, schon klar. Aber die kleinen Erfolge sind die, die im Großen und Ganzen dann dazu führen, dass wir es hinbekommen. Das nehme ich für unterwegs mit. Finde den Jagdgebiet-Hüter. Ja, später. Am liebsten mit der neuen Waffe. Ansonsten eben mit ein paar mehr Fähigkeitspunkten. Ihr seht das oben, ja, wir steigen tatsächlich noch sehr schnell auf. Schnell speichern. Okay, und dann würden wir jetzt hier einmal in diese Richtung gehen und einmal den Ring suchen. Sammle 4 Eberhäute und finde halt den Ring. Ich gehe mal ein bisschen querfeld ein. Der Himmel sieht geil aus, ne? Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das ist durchaus wahr, Aloy. Die Sichtreichweite. Ich meine, es ist realistisch. Ich sehe ihn ja auch. Warum soll er mich nicht sehen? Aber es ist trotzdem schockierend. Rotes Licht. Eieiei. Nee. Ja. Nee, ja. Okay. Ups. Den Draht will ich auch gerne haben. Dankeschön. Und schon wieder ein Wächterherz. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob das eine Handwerkszutat ist. Grasergebiet, okay. Suche das Gebiet. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Teil. Ein Wildschwein. Eieiei, Leute, ich will nichts von euch. Alter. Okay. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ja, schön zu sehen, dass auch Graser uns mal eben killen können. Wir müssen also wirklich extremst aufpassen, ne? Ein Sägezahn, nice. Sehr nützlich. Thank you.
Ja, ach du Scheiße. Muss ja alles noch ein bisschen spannend sein, ne? Einmal den Kopf treffen. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Ich will nur den Eber plündern! Oh. Oh mein Gott, das war das Lied. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin weg. Es ist aber schön, dass er uns instant killt. Finde ich ganz toll. Wir können leider keinen Schleichangriff auf den machen, ne? Das ist echt schade. Ich würde gerne mal probieren, den... Eloy, aus dem Wasser raus. Oha. Ja, okay. Vielleicht... sind die ja dann doch gar nicht so schlimm, wenn wir den entsprechenden Feuerschaden nehmen. Die ganzen Eber sind natürlich jetzt auf Nimmerwiedersehen fort. Wir haben natürlich jetzt keine Heilung mehr. Nee, Leute. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Alles gut. Ich habe noch andere Munition. Alter, hab ich erschrocken.
Lass mich einfach in Ruhe! I don't wanna fight! I just want to hunt some pigs! Oh je. Das nehme ich doch mit. Ja, aber jetzt auch alle sowas von vertrieben sind, ne? Ah, ne, da unten. Oh. Oh. Praktisch. Das ist nämlich genau die Richtung, die ich am liebsten gehen würde. So, und dann einmal auf das Köpfchen. Au. Oh, das war kein Kopftreffer. Also. Ich mach's wirklich am besten Brandpfeile, ne? Zum Jagen. Von Schweinen. Alter. Es tut mir echt leid, ne? Ich gebe echt mein Bestes, aber es ist so schwierig. Ah, yeah. Kehre zu Time zurück. Okay, damit haben wir die Aufgabe ebenfalls gelöst. Wir kommen immer näher an mein Ziel. Und dann würde ich jetzt nämlich das hier machen. Und einmal die verschwundenen oder vermissten Krieger in Teufelsdurst suchen. Warum eigentlich nicht? Okay, das war jetzt mal wieder relativ unelegant. Ich weiß. Aber wir haben einen Segelbeißer getötet und... Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Eigentlich von der Heilung her ist auch ganz gut klargekommen. Immer schön leise. Truder an Knochen. Oh. So, hier mal schnell speichern. Schadet auch nicht. Eine schnelle Drehung. So, das ist der merkwürdige Turm, den wir von oben schon gesehen haben. Da würde ich gerne einmal hingehen. Okay, man kann sogar klettern. Da ist extra so ein Abseilding. Okay, das ist definitiv älter als die Neuzeit, ne? Interessant. Alter Ring, alter Zahnstocher. Okay, das ist irgendeine Turmruine. Cool. Abseilen. Cool. Gefällt mir. Rausch. Was ist das denn? Voll... Was? Voll... Borit erhältlich, was? Zur sofortigen Veröffentlichung. Voll Borit jetzt im Faro App Store erhältlich. San Francisco, Kalifornien, 2059. Ab heute im Faro App Store erhältlich. Voll Borit macht deinen Fokus zum besten Trinkkumpan. Du willst es richtig krachen lassen? Voll breit. Ach, das heißt breit. Ich bin doof. Behält deinen Blutalkoholspiegel im Blick, bestellt rechtzeitig neue Drinks für dich, diskutiert mit Türstehern und ruft deine Freunde, wenn du zu viel hattest. Du bist nach einer Nacht in der Stadt sentimental, voll breit, analysiert alle Holo-Schnappschüsse, bevor sie gesendet werden und erspart dir Peinlichkeiten. Kein betrunkenes Gejammer für die oder den Ex mehr. Einen Moment bitte. So, Entschuldigung, da wurde ich angerufen. Ich habe jetzt nicht eine Horizon-Aufnahme ohne Unterbrechung gehabt, oder? Gut, du wirst von einem Spinner belästigt. Mit einer diskreten Geste macht Vollbreit deine Clique darauf aufmerksam und schützt dich vor ungewollten sozialen Interaktionen. Vollbreit erkennt und reguliert aktuellen Alkohol, Marihuana, Skydive und Duster-Intoxikationen. Zukünftige Patches werden auch Rotzor, Wing und Snake erfassen. Du willst Party... Du brauchst voll breit. Steht wirklich Marihuana.
What the hell? Aber schön, dass das hier relativ versteckt so im Wasser liegt. Das habe ich jetzt auch eher zufällig gefunden. Heißt aber auch, dass man theoretisch ein bisschen mehr mit dem Scan-Modus rumlaufen müsste. Als ich es dann tatsächlich mache. Ich fühle mich schon permanent bedroht, wenn ich ehrlich sein darf. Es ist schon... Ohne Munition. Alter, okay. Alles gut, ihr braucht nicht gegen mich kämpfen. Ich bin schon weg. So, das war das Banditenlager. Das haben wir leer geräumt. Run, 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 run. Und dann wollen wir jetzt einmal durch nach Teufelsdurst. Oh, es ist fertig. Fortfahren. Okay. Heilung. Da sage ich nicht nein. Okay. Ah, dein Betriebssystem ist auf dem neuesten Stand. Das hört sich doch sehr schön an. Da kümmere ich mich dann gleich drum. Okay. Lieber mit. Das nehme ich gerne mit sogar. Hier sind wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal gewesen, mit dieser schönen Statue, die wir schon gesehen haben, und wir haben schon diesen Aussichtspunkt erkundet, das Diorama gefunden. Wir sind schon ein Teufelsdurst-Experte, möchte ich behaupten. Was ist das hier? Ein Teufelsdurst-Experte, der nicht alles gefunden hat, scheinbar. Harte Zeiten für UK-Veteranen. 10 Jahre nach der Ausmusterung stehen britische Veteranen vor dem wirtschaftlichen Ruin. Wetford, 1. Mai 2062. Vor 10 Jahren erhielt Lance Corporal Rosalind Jeffreys ihre Entlassungspapiere bei einer Zeremonie, die die Außerdienststellung aller menschlichen Streitkräfte der Royal Air Force markierte. Heute wohnen Jeffreys und ihr Mann gemeinsam mit anderen ehemaligen Militärangehörigen in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Wetford. Naja, es ist nicht ideal, sagte eine gut gelaunte Jeffreys, die ihre Militärpension als Barkeeperin aufstockt. Aber es ist ja irgendwie englische Tradition, nicht wahr? Gewählte Volksvertreter zu verübeln, dass sie ihre Versprechen nicht halten. Wir kommen schon zurecht. Jeffreys ist nicht die Einzige, die irgendwie zurechtkommen muss. Laut einer Studie des Sozialfürsorgeforschungsinstituts geben 75% der befragten Veteranen an, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht durch ihre Pensionsleistungen bestreiten können. Der Sozialforscher Harold Adeyemi sagt dazu, es ist eine komplizierte Situation. Vor 10 Jahren ahnten nur wenige Menschen, wie stark und schnell die allgemeinen Lebensunterhaltungskosten steigen würden. Und das staatliche Gesundheitswesen nach und nach von dem unternehmerischen Gesundheitsdienstleistern geschluckt wurde, ist für die Veteranen immer schwieriger geworden, ihre medizinische Versorgung zu sichern. Dies sind nur 2 Faktoren von vermutlich Tausenden, die die Zeit für unsere Veteranen so hart machen. Aber ich nehme an, diese Erkenntnis ist auch nicht tröstlich für jemanden, der darum kämpfen muss, dass seine Kinder genug zu essen haben. Vollautomatisierung der Air Force. Interessant. Das ist ja auch eine Thematik, die man auch in der heutigen Welt durchaus bedenken muss. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Was würde passieren, wenn man das ganze Militär digitalisieren würde, also automatisieren würde? Sprich, man würde ganze Flugzeuge durch Drohnen ersetzen und Menschen durch Maschinen, Fahrzeuge durch selbststeuernde Fahrzeuge. Da würden ja extremst viele Berufe auch wegfallen. Da gab's einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Zerstörter, verdorbener Wächter. Schwerer Kampfschaden. Die Spuren deuten auf eine Handwaffe hin, präzise gezielt. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Okay, und hier ist auch nochmal das Denkmal mit diesen beiden Pferdereitern. Auch hier können wir gerne einmal in guter alter Tradition so einen schicken
Da war ich ja in Dark Souls auch ein sehr, in Demon's Souls, dem Remake, ein sehr großer Fan von. Ja, ich würde dann gleich auch nochmal einen Cut machen und dafür dann nochmal eine neue Aufnahme starten, damit wir eben jetzt ein bisschen mehr Polster zusammenbekommen und ich dann eben über die Tage verteilt sicher ein paar Videos freischalten kann. Könnte nützlich sein. Und jetzt wieder regelmäßig Horizon-Videos kommen. Da ist auch noch was. Ich habe sehr unordentlich gesucht hier, merke ich gerade. Jeff Ende Show. Was? Jeff Endetes Show. Transkript 7.4.2062 Teil 4. Transkription jeder Folge werden innerhalb von 24 Stunden auf endetes.holo/transcripts gepostet. Besuchen Sie endwits.holo und melden Sie sich noch heute für Jeffs Newsletter an. Jeff. Und da sind wir wieder. Hallo zusammen. Hier ist die Jeff Endretes Show. Natürlich übertragen vom rational-kapitalistischen Immersicast-Netzwerk und kommen wir direkt zum Punkt. Es gibt diesen Trend, unter jungen Leuten ausgerechnet nach China auszuwandern, um dort zu arbeiten. Sie wollen in Chinas Fabriken arbeiten, körperliche Arbeit verrichten. Das ist einfach... Heute gab es diesen Artikel auf Café Intel. Eine dieser kulturellen Trendseiten, die bei den Aufklärern so angesagt ist. Und da stand, dass sich die Immigration von amerikanischen Staatsbürgern nach China seit 2050 verdoppelt hat. Und wie kommt das? Tja, Café Intel, will uns weismachen, dass die Unternehmenshoheit der aktuellen Lieblingsboomern der Linken und die zunehmende Automatisierung ihre Chancen hier in Amerika eingeschränkt haben. Leute, ich weiß, das muss ich den klügsten Zuhörern der Welt nicht sagen, aber das ist absurd. Wisst ihr, was die Chancen dieser jungen Leute beträchtlich eingeschränkt hat? Schlechte Entscheidungen. Und nichts anderes. Gerade jetzt, in diesem Moment, steht jedem die beste Ausbildung der Geschichte zur Verfügung, der den Mut hat, sich um einen bescheidenen Kredit zu bewerben. Aber nein, diese Kinder, diese verzogenen, früher war alles besser, Sager, mit ihren nachgeplapperten, ungeprüften Vorurteilen gegen die fantastische Arbeit, die Unternehmen aller Welt leisten und besonders in diesem Land, sie plärren, oh nein, ich will nicht in eine Unternehmensschule gehen, ich will nicht Nützliches von erfolgreichen Leuten lernen, ich will nach Vancouver ziehen, ich will einen Abschluss in Bashkor-Studien an der Bekiff bis zum Gehirn nicht tot Universität machen. Was genau hatten sie denn erwartet, wenn sie mit ihrem Abschluss in kreativer Ausdrucksweise von irgendeiner linken Bildungsschmiede an der Ostküste kommen, von der noch niemand gehört hat? Leute, in diesem Land gibt es eine Abwanderung der Intelligenz. Es gibt eine Abwanderung der Schande. Und ich sage weiter so. Wir werden hier gleich die Leitung freischalten. Wenn ihr einen Kommentar abgeben möchtet, wisst ihr, wo ihr uns findet. Wie immer, keine Skins, keine Stimmverzerrung. Wenn sich jemand in meine Show wie ein aggressiver Arsch aufführen will, dann bitte offen und ehrlich. Ihr Feiglinge. Sehr provokant. Eine sehr provokante Show muss das gewesen sein. Aber teilweise nachvollziehbar, oder? Ein bisschen nachvollziehbar. Ich meine, wir erleben das ja aktuell auch schon. Ich meine, ihr könnt sehr, sehr viele Berufsfelder aufziehen, in denen durchaus durch Automatismen bereits Tätigkeiten weggefallen sind. Nehmt mal die Autoindustrie. Die Autos werden heute größtenteils selbstständig gebaut und Menschen machen nur noch die Qualitätskontrollen. Das war früher nicht so. Das heißt aber ja nicht zwangsläufig, dass die Berufe ja wegfallen, zum Teil wahrscheinlich schon, ne? Worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich nur... Also meine Vorstellung. Meine Vorstellung ist die, dass Menschen weggehen vom Sacharbeiter, vom Arbeiter und mehr in Richtung des Inspektors, des Kontrolleurs. Und Menschen müssen die Maschinen kontrollieren, dass die es richtig machen. Na? Das ist halt die Frage. Natürlich, wenn früher 20 Menschen Auto gebaut haben, heute machen es 20 Maschinen und ein Mensch kontrolliert 20 Maschinen, stehen 19 Menschen ohne Beruf da. Das ist mir klar. Aber grundsätzlich sollte eine Automatisierung von Fabrik oder von Geschäftsideen nicht... Ja... Also es wertet eigentlich, finde ich, auch teilweise Aufgaben auf. Es ist schwierig. Also ich finde,
Wenn jemand nicht mehr der ist, der die Feinarbeiten macht, sondern jemand der ist, der die Feinarbeiten kontrolliert und nachsieht, dass das eben maschinell erfolgreich funktioniert, finde ich, ist das eigentlich eine Anhebung der Tätigkeit, oder? Wenn man nicht mehr selber macht, sondern eben nur noch diese Art Qualitätskontrolle hat. Das ist halt echt schwierig. Andererseits, natürlich fallen viele Berufe weg. Dafür werden neue Berufe geschaffen, ne? Die ganzen Maschinen müssen programmiert werden, die müssen eben den Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Es ist schwierig. Es ist ein sehr schwieriges Thema, die Automatisierung. Da bin ich auch selber im Berufsfeld ein bisschen mit betroffen, weil ich mich um die Automatisierung von Geschäftsprozessen kümmere. Ne, also von Abläufen, Arbeitsabläufen und sowas. Klar fallen Berufe weg, Liegezeiten werden reduziert, Arbeitszeiten werden reduziert. Aber andererseits ist natürlich auch die Sparte von Berufsfeldern, die dadurch geschaffen wird, in einem anderen Bereich extrem groß. Die IT wird größer, Programmierung wird größer. Die Verwaltung der Sachen, wie ich das eben mache, die entsteht natürlich, die gab es vorher nicht. Und die Menschen, die eben früher im Detail gearbeitet haben, sind jetzt halt die, die eben diese Daten prüfen müssen. Es ist schwierig. Ich finde beide Seiten nachvollziehbar. Aber es ist auf jeden Fall etwas, vor dem man sich nicht verstecken kann. Einigen wir uns darauf. Die sind aber jetzt nicht echt hier oben. Die sind echt da oben. Ich schaffe doch keine zwei Stück. Erledige die Sägezähne. Das ist nicht euer Ernst. Das war keine Warnung. Okay, mit dem Bogen ist so richtig durch die Türöffnung durchschießen nicht so nice. Grundsätzlich seht ihr aber, es klappt sehr gut mit dem Feuerschaden. Gegen Sägezähne zumindest. Die reagieren da sehr allergisch drauf. Da ist das Clipping gerade scheiße. Die müssen nur einmal brennen, ne? Es geht dann tatsächlich. Oh nein! Oh. Vielleicht wieder nicht die ressourcenintelligenteste Methode, die ich hier anwende, aber es funktioniert. Oh je, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das ist schon so ein bisschen Spiel mit dem Feuer, ne? Das war Nummer 1 von 2. Ja, es ist lucky, weil die uns halt instant killen könnten. Was für ein Glück. Aber es funktioniert, ja. Bisweilen funktioniert es. Geil. Geil. Können wir wieder raus?
Ja, ich habe beide alleine getötet. Ihr dürft wieder rauskommen. Besitztümer. Primitive Werkzeuge. Konstruktion aus Holz, gehämmertes Metall, Leder. Entspricht dem Handwerk des Nora-Stammes. Ihr dürft runterkommen. Oder muss ich erst hochkommen? Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay, kehre zu Dan zurück. Damit haben wir jetzt sehr viele Aufgaben gelöst, oder? Kehre zu Dan zurück. Kehre zu Time zurück. Ja, Glück, warum ist der jetzt da? Ja, die beiden können wir abgeben. Die verdorbenen Zonen sind da. Was ist eigentlich die Rache der Nora? Welche Stufenanforderungen hat denn die Rache der Nora? Hauptaufgabe. Die Rache der Nora 12. Die Rache einer Tochter 15. Und die Nebenaufgabe mit den Brutstätten 8. Gottes Willen. Ja, dann würde ich sagen, wir geben die ab beim nächsten Mal. Dann schauen wir uns einmal das hier an. Hier ist auch noch eine Siedlung. Oder lassen wir es erstmal weg? Wir lassen das auch weg. Mein Vorschlag wäre, wir sehen uns mal die Brutstätte Sigma an. Stufe 8 müssen wir ja schaffen. Und dann gehen wir hier hin. Die Rache der Nora. Denn die ist ja auch in der Stufe 12 ja gut machbar. Wir gehen natürlich erst zurück nach Mutterkrone. Geben da die Aufgaben ab. Eieiei, das war aber jetzt schon wieder teilweise. Zwei Sägezähne ist unschön. Und ach, guck mal hier, eine alte Schaukel. Schick. Das war schon wieder zwei Sägezähne grenzwertig. Einer, okay. Zwei, aber müssen wir uns merken, mit Brandpfeilen auch sehr, sehr einfach. Man muss ein bisschen passiv spielen. Ich glaube, das ist wirklich die Kunst. Generell schleichen und passiv spielen. Dann geht eigentlich nichts schief. Nee, Wächter, ich habe genug gekämpft. Lass mal stecken. Komm hier drauf. Cool. Das ist eine Tankstelle, oder? Guck mal da. Harz gewinnt Bahamas. Was? Nassau, 22. Dezember 2062. Nach wochenlangen Gefechten zwischen den Robotertruppen des von den USA unterstützten Harz-Unternehmens und den des kolumbianischen Kollektivs TG Communications wurde die Insel des früheren Staatsbundes der Bahamas offiziell von Harz akquiriert, wobei die positive Bestätigung der Übertragungsforderung noch aussteht. Das Interesse an den Bahamas, die durch die Wiederherstellung des Polareises und des damit verbundenen Absinkens des Meeresspiegels wieder aufgetaucht waren, wurde von dem dortartigen reichhaltigen Vorkommen an Argonit befeuert, einem Mineral, das für die chemische Entfernung wasserbasierter Schadstoffe benutzt wird. Harz, das bereits eine beeindruckende Roboterstreitmacht kommandiert, nahm die Unterstützung des privaten Militärunternehmens Great Lakes Combat Solutions aus Michigan in Anspruch, um Produktionsanlagen von TG Communications einzunehmen. Das deutlich kleinere kolumbianische Unternehmen verteidigte seine Anlagen auf den Bahamas länger als erwartet. Da es seinerseits Roboter-Leasing-Verträge mit dem indischen Militär abgeschlossen hatte, war aber schließlich angesichts der größeren und besseren ausgerüsteten Akquisitionsstreitmacht zum Rückzug gezwungen. Harz hat Pläne für eine Holoübertragung eines gewaltigen Spektakels, das die explosivsten Robotermomente im Roboterkonflikt präsentiert, angekündigt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung stand des Datums der Ausstrahlung jedoch noch nicht fest. Okay, das waren sehr, sehr viele interessante Informationen. Willst du wirklich kämpfen? Okay, es ist wirklich eine alte Tankstelle.
Wir fassen mal zusammen. Okay. Der Meeresspiegel wurde durch die Wiederherstellung des Polareises wieder gesenkt. Dadurch sind die Bahamas wieder aufgetaucht. Die waren verschwunden und sind wieder aufgetaucht. Was ist das bitte für eine crazy Geschichte? Und dann hat ein Krieg begonnen und der Krieg wird quasi nicht vom Militär des Staates, sondern von Militärunternehmen geführt, weil inzwischen das ganze Militär privatisiert ist. Und die Unternehmen mehr oder weniger die Regierung steuern. Verrückt. Okay, wir machen hier mal einen Schnitt. Beim nächsten Mal gehen wir zurück nach Mutterkrone, geben die ganzen Aufgaben ab und sehen uns dann mal die Brutstätte Sigma an. Unsere erste Brutstätte, wir haben ja gehört, da werden irgendwie Maschinen gemacht. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Horizon. Und ich freue mich drauf, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitermachen. Bis dann. Ciao.